Über 3 Monate ist es nun her, dass sich die einstigen politischen Kontrahenten einer neuen Herausforderung gestellt haben. Ein neuartiges Politexperiment. Die erste schwarz-grüne Koalition in einem Flächenland. Mit dem Amtsantritt schienen die einstigen Gräben zubetoniert. Seitdem herrscht scheinbar absolute Harmonie zwischen den Koalitionspartnern. So scheint es jedenfalls nach außen. Laut einer aktuellen Umfrage sind die hessischen Bürger und Bürgerinnen mehrheitlich zufrieden mit der Arbeit der neuen Landesregierung. Doch was hat die eigentlich bisher geleistet? Demonstrative Einigkeit auf dem Weg zur Pressekonferenz. Schwarz-Grün zieht nach über 3 Monaten eine positive Bilanz der Koalitionsarbeit. Der Schlüssel zur neuen Einigkeit? Verlässlichkeit ist im ganzen Leben, aber auch und gerade im politischen Leben eine zentrale Voraussetzung dafür, dass man erfolgreich arbeiten kann. Und hinzutritt, dass man auch bei überraschenden Herausforderungen, die man vorher im Vertrag nicht beschreiben konnte, weil sie zusätzlich gekommen sind, weil sie von außen kommen, sehr rasch eine gemeinsame Basis findet, wie man das Thema angeht und wie man es gemeinschaftlich löst. Und das finde ich sehr bemerkenswert. Und das ist die Grundlage, glaube ich, auch der auch die Arbeit zukünftig sehr gut laufen kann. Also was ich schätze an der Zusammenarbeit in der Koalition, aber auch an der Zusammenarbeit zwischen uns beiden, ist, dass Verlässlichkeit herrscht und dass wir uns gegenseitig vertrauen können. Das ist viel wert. Und ich glaube, wenn wir uns insgesamt betrachten, es ist so, dass wir in der Koalition auch viel kommunizieren, viel miteinander absprechen. Und dass das bisher dazu geführt hat, dass wir auch uns immer auf eine gute gemeinsame Lösung einigen konnten. Ein wichtiges Thema für Schwarz-Grün, die Bildungspolitik in Hessen. Mit einer Gesetzesänderung will die Landesregierung die Wahlmöglichkeit der Schulen zwischen G8 und G9 stärken. Außerdem ist zum neuen Schuljahr ein Bildungsgipfel geplant, der alle Beteiligten an einen Tisch bringen soll. Die Bildungspolitik war immer ein klassisches Streitthema im Hessischen Landtag. Die demonstrative Harmonie der Landesregierung macht es der Opposition nicht gerade einfach. Doch für die fällt die 100-Tage-Bilanz für Schwarz-Grün erwartungsgemäß ziemlich nüchtern. Aus. Es scheint so zu sein, dass es egal ist, wer der Mehrheitsbeschaffer für die hessische CDU ist. Am Ende bleibt die Politik gleich. Dies gilt im Übrigen auch für die Ankündigung eines sogenannten Schulfriedens. Der Versuch, das Thema G8 neu zu regeln unter Schwarz-Grün, ist genauso schief gegangen wie die Versuche vorher durch Schwarz-Gelb. Es ist nicht mehr Schulfrieden entstanden, sondern mehr Unruhe an den Schulen. Energiewende, innere Sicherheit, Integration, NSU-Expertenkommission oder der Frankfurter Flughafen. Die To-Do-Liste der Koalitionspartner ist lang. Besonders das Thema Fluglärm war ein Kernthema der Grünen vor der Wahl. Nun müssen sie sich an ihren Wahlversprechen messen lassen. Das Ziel ist, dass wir zum Sommerflugplan 2015 die 7-stündigen Lärmpausen in der Realität sehen wollen, dass die Einführung einer wechselnden Bahnnutzung hört sich einfach an, ist aber nicht ganz so einfach, wenn man es in die Realität umsetzen möchte. Man braucht beispielsweise Genehmigungen durch die DFS, die dort erteilt werden für andere Nutzungsmodelle. Man muss die Fluggesellschaften einbeziehen, man muss die Fraport einbeziehen und nicht zuletzt habe ich auch vor, dass wir natürlich auch die betroffenen Kommunen einbeziehen wollen. Also das ist keine einsame Veranstaltung, die ich da vorhabe, nur wir müssen halt erstmal sehen, welche Modelle überhaupt in Frage kommen. Der Start für die neue Landesregierung, er ist bislang eher geräuscharm über die Bühne gegangen.